Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3, dieses Mal wieder in Blizzard Mountain. Und ja, der liebe Mr. Pot hat sich den Centenario in Stock gewünscht. Wahrscheinlich nicht hier für Blizzard Mountain, kann ich mir gut vorstellen, dass er den eher drüben fahren wollte. Aber ich habe mir gedacht, er hat Allrad, das heißt, wir nehmen ihn hier in Blizzard Mountain her, um hier auch mal ein bisschen weiterzukommen. Und ja, dementsprechend haben wir uns neben dem Whitestone-Schild positioniert. Wir haben ihm Spikes aufgezogen, weil ja, Winter braucht er Spikes, ist klar. Sieht man jetzt aber, glaube ich, nicht so. Nö, die Nägel sieht man nicht. Vielleicht auch nur hier im Drohnenmodus nicht. Egal, wir gehen jetzt einfach mal raus hier. Ja, sieht man so auch nicht. Egal. Wir haben nämlich noch ein paar Herausforderungen offen. Und zwar hätten wir einmal hier in Whitestone gleich mal hier die. Die würde auch mal gefahren gehören dementsprechend. Da müssen wir nämlich noch die Driftberührungen machen. Aber wir können auch hier mal die Bergfahrt bzw. dann die Talfahrt machen. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Und ja, dementsprechend haben wir schon genügend, was wir fahren müssen. Wir fahren einfach mal hier hin. Fahren wir erstmal die Bergfahrt, dann können wir oben noch die zwei Rennen fahren. Und dementsprechend nächste Folge dann herunten fortsetzen. Ich glaube, da haben wir einige Gegner dabei, die eher kein Land sehen werden aufgrund des Schnees. Also da könnte man bitten. Centenario schon auf jeden Fall einen Vorteil haben. Was ich jetzt so auf Facebook gesehen habe, sind jetzt auch schon die ersten Centenarios an ihre Kunden ausgeliefert worden. Es sind ja nur eine Handvoll Kunden, die den Wagen kriegen. Und mir gefällt der Wagen aber eigentlich in Orange auch recht geil. Also Lamborghini verkauft da auch ein Orange von dem Wagen. Und das sieht richtig, richtig böse aus. Jawohl, ich biege links ab. Zwar ein bisschen anders als gedacht, aber die Veranstaltung kann ich so auch hinrichten. Und zwar König von Blizzard Mountain starten wir natürlich. Und zwar das in Devil's Corners Bergrennen. Und zwar ist das von Horizon sogar erstellt. Also das ist, ja, wie gemacht für die Wagen hier. Gehen wir noch einmal kurz raus. Und zwar ein Fähigkeitswert von 100.000 müssen wir erreichen. Und das dürfte normalerweise hier mit dem Centenario kein Problem sein. Und ansonsten probieren wir es so lange, bis das wir es haben. Ist doch eh klar. Und ja, Driver-Daten werden bereits synchronisiert. Mal schauen, ob es uns dieses Mal raushaut. Nee, haut uns nicht. Denn ich hatte in der letzten Folge, als ich alles in Australien aufgenommen hatte, das Problem, dass ich immer wieder aus dem Spiel rausgeworfen worden bin, beziehungsweise mir die Driver darin nicht geladen wurden. Das ist auch dezent ärgerlich. Und ja, gehen wir einfach mal unser Bestes hier beim Bergrennen. Mit dürft wieder ganz vorne. Nö, stehen wir nicht. Doch, stehen wir. 100.000 Fähigkeitspunkte. Problem ist, wir müssen das Ganze halt auch gewinnen. Ich glaube, ich habe mir das einfacher vorgestellt, als es wirklich ist. Hier schön mit dem Drift rausziehen. Hier ein bisschen Zerstörung mitnehmen. Das sind nur 4000 Punkte, also da müsste auf jeden Fall schon ein viel höherer Multiplikator hier sein. Also der Wagen hat, glaube ich, einfach nur mit den Reifen hier viel zu viel Traktion. So, dann springen wir hier mal, kriegen natürlich auch wieder Punkte, aber das sind alles viel zu wenig. Mal 3, nee, das reicht nicht. Da haben wir nicht genügend, wir sind zwar Erster, aber ich glaube, da brauchen wir einfach nur einen anderen Wagen, mit dem wir jetzt dann dementsprechend einfacher funktionieren. Ja.
Erster sind wir, die Fähigkeitspunkte haben wir aber nicht. Das heißt, ja, wir können uns von den Punkten, die wir gerne hätten, verabschieden. Den einen Punkt kriegen wir jetzt hier in dem Rennen nicht. Da fehlt uns einfach ja, der richtige Wagen dafür. Da brauchen wir auf jeden Fall was anderes. Und der V12 Zagat, der wäre doch geil. Also komm, Horizon, sei mal nett. Ach komm. Mit 14.000 Credits kann ich beim besten Willen hier nichts anfangen. Ja, Sterne bleiben gleich, das ist mir bewusst. Es freut mich aber nicht. Also nicht meinen, dass ich hier mich da freue. Juhu, die Sterne sind gleich geblieben. Ach, vergiss es. Nee, kein Bock drauf. Wir fahren jetzt hier drüben noch den Rundkurs. Mal schauen, was wir dafür schaffen müssen. Angeberfähigkeiten. Was sind schon nochmal Angeberfähigkeiten? Ah, genau, beim Driften überholen, glaube ich. Ja, dürfte auf jeden Fall machbar sein. Probieren wir einfach mal. Wenn nicht, müssen wir uns besonders einfallen lassen. Aber ich denke schon, dass das Ganze soweit passen wird. So, da. So, damit dass ich die überholen kann beim Driften, muss ich natürlich die erstmal vorbeilassen. Oh Scheiße, da ist ja der Checkpoint hier drüben. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. So, Rückbrauner hier. Ja, komm, wirst du mich jetzt hier mal von der Wand weglassen? Ich glaube irgendwie der Centenario ist für das alles irgendwie nicht so gut geeignet. So, da haben wir Angeberfähigkeit Nummer 1. Böse, ich muss die halt immer wieder vorbeilassen. Ne, das hat jetzt nicht gereicht. So, und jetzt heißt es Vollgas. Jetzt haben wir die zwei. So, da, so, da, so, da. Aber kurz Eis. Brennt man einfach aus. Dass sich jetzt die Witterung verschlechtert, ist natürlich suboptimal. Komm rum, komm rum, komm rum. Wir müssen das Ganze hier gewinnen, das ist halt leider Pflichtvoraussetzung. Komm, 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 komm aus den Hufen, komm aus den Hufen. Fähigkeitenpunkte sind mir ehrlich gesagt momentan komplett egal. Hauptsache wir marschieren hier nach vorne.
Komm doch rum hier. So, geht doch. Oh, ich finde, der Centenario macht sich auch hier im Schneefall extrem gut. Beziehungsweise hier im Schnee generell. Aber nur leider werden wir nie so ein Fahrzeug hier im Schnee sehen. Ist schon schwer, dass man einen Aventador oder einen Huracan im Schnee sieht. Gibt es nur die wenigsten Leute, die das wirklich auch im Schnee fahren. Obwohl das der Wagen eigentlich mehr oder weniger dafür auch gedacht ist, weil ja, er hat nun mal Allradantrieb. Also von dem her würde der ruhig auch im Schnee fahren können. Und ich kenne auch nur eine einzige Person, die ihn R8 im Schnee bewegt. Also von dem her, ja, irgendwie schade, dass die Wagen leider immer über den Winter eingestellt sind. Das bisschen Salz bringt die Autos auch nicht um. Und die Reichen haben eh das Geld, die könnten sich eh eine Indoor-Waschanlage bauen, also von dem her. Aber ja. Leider werden wir das nie sehen, von dem her brauchen wir auch nicht darüber diskutieren, ob das jetzt ja, gut ist, dass man die nicht sieht oder nicht. Ja, ich finde es irgendwie immer noch schade, aber ja. Da vorne ist das Ziel und dann haben wir auch wieder hier den dritten Stern. Es geht ja hier voran bei der Sternenjagd. Ein bisschen was haben wir trotzdem noch vor uns. Ich glaube, wir haben jetzt 152 von 160, also haben wir noch ein bisschen. Rundenzeittechnisch war man nicht der schnellste. Also da war der Veneno ein bisschen schneller. Der Vorgänger unseres Wagens hier. Aber ja, es wird uns sicher nicht umbringen. Also wir müssen ja nicht immer die schnellsten sein. Ja genau, ich bin hier richtig unterwegs. Ich wollte jetzt eigentlich nur kurz in die Karte reingehen, um genau diese Strecke hier zu suchen. Querfeld ein. Was müssen wir machen? 160.000 Fähigkeitspunkte. Okay, das lassen wir gleich mal. Ich glaube, ja okay. Nehmen wir, probieren es. Wir probieren es. König von Blizzard Mountain, genau. Wir fahren das einfach mal. Nö du. Ich bin hier eigentlich... Hypercast, genau. Blaupause erstellen, genau. Nehmen wir, kauf mal, nehmen wir so mit. So, starten wir auch mal hier. Was ihr das gerade gehört habt, das war nämlich mein Knochen. Also, ich habe gerade so meine Finger gedehnt. Hat ein bisschen geknackst, aber alles halb so wild. Ich würde jetzt sagen, wir stehen, starten einfach mal die Rennveranstaltung. Ich glaube, wir sind jetzt auch nicht mehr ganz vorne. Ne, wir stehen in der Mitte drin. Ja, oder es geht sich doch auch hier aus bei dem Rennen. Hier müssen wir jetzt aufpassen, da vorne bei der Kurve. Das ist hier nämlich nicht Shepard, genau das haben wir auch gemacht, das passt so. Boah, das ist mal ein Sprung hier. Ultimativer Sprung, sowas hat man natürlich gerne. Ja, Roma ist aufpassen und dann nochmal Vollgas, damit das mehr auch nochmal den Führenden knacken. Kann man Vollgas für Radigams fahren. Okay, so natürlich nicht.
Oh Gott, ich glaube, er hat es intelligenter gemacht mit Abbremsen hier runter. Oder weit genug um anspringen, dann geht's auch. Boah. Und jetzt aufpassen hier auf den letzten Metern. So, das haben wir, das haben wir. Und das auch nur mit auf einer Stelle zurückspulen. Also das hätte ich mir nicht gedacht, dass wir hier dann doch so gut runterkommen. Und ja. Das heißt, wir haben den nächsten Stern. Das heißt, es fehlen nur noch 6, oder? Oder mehr? Oder weniger? Ne, eher mehr. Also wie weniger. Also 12.000 Credits nehmen wir natürlich gerne mit. Dann schauen wir mal hier, EP-technisch haben wir natürlich auch 16.656 mitgenommen. Und hier haben wir den dritten Stern. Und jetzt gehen noch... Der 4, 5, 6. Okay, 7 Sterne. Ich habe nochmal sicherheitshalber mit dem Finger nachgezählt. Also, das darf man auch nur in meinem Alter. Nicht nur kleine Kinder. Dann schauen wir mal, welche uns hier noch abgehen. Und zwar sind das einmal die beiden, die drei Kollegen hier. Dann der Kollege, dann sind wir bei 4. Dann 5. Den fahren wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Hier. Querfeld eine Rundstrecke. Dann haben wir 5. Und dann muss da oben noch irgendwo was sein. 5, 6, 7. Wobei, das fahren wir heute noch. Das Querfeldeinsprungrennen, das fahren wir heute noch. Da bin ich schon gespannt, wie das Ganze so ist. Und ja, ich bin echt gespannt. Rennveranstaltung einrichten. Wir müssen 175.000 Fähigkeitspunkte zusammenkriegen. Boah, das ist ordentlich, Leute. Das heißt, man darf ganz runter kein einziges Mal crashen, damit dass man die Punkte zusammenkriegt. Wow, das ist ja ernsthaft gesagt jetzt echt ein bisschen krass das Ganze. Aber dann werden wir es schon schaffen. Also wir müssen schaffen. So muss ich sagen. Also nicht mehr können, sondern wir müssen. So, wir haben schon mal ordentlich Punkte hier für den Start. Jetzt hier nur kein Checkpoint oder so auslassen. Oder irgendwas mitnehmen. Sammel doch mal hier die Punkte ein. So, jetzt haben wir genügend und jetzt heißt es nur noch durchbrettern bis ins Ziel. Also Gas geben kann ich. Und wenn ich zurückspringen darf, ist das auch für mich kein Problem. Hier super rausspringen. Oh, ein bisschen schräg gelandet, aber halb so schlimm. Ja, da wird es jetzt am Checkpoint vorbeigehen. So, das Ziel kommt immer näher. Ich muss mich gerade nämlich ein bisschen konzentrieren.
Oh, schön eng mitgenommen hier. Boah, die Kurve war super. Mit dem habe ich jetzt beim besten Willen nicht gerechnet. Und da vorne haben wir das Ziel und da haben wir die nächsten Sterne. Beziehungsweise den nächsten Stern. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der nächsten Jagd hier im Blizzard Mountain. Zwischendurch kann sein, dass... sondern da kommen noch ein paar normale Folgen. Aber das nächste Mal im Blizzard Mountain fahren wir hier weiter. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus. Würde mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, über ein Däumchen nach oben beziehungsweise ein Abo freuen. Ja, ich bin raus. Man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao, Leute.